Gehen wir mal verkaufen. Achso, aber nicht, dass ihr euch jetzt wundert, das wird ein Mehrteiler heute. Weil ich möchte heute mal alles ungecuttet lassen. Deswegen, das wird ein. Nächstes Mal wird es ja ein anderer Teil werden. So, wir haben jetzt nochmal 20.000. Das ist gut. Naja, wie gesagt, wir brauchen ja das Geld, um besseres Equipment zu bekommen. Und das war halt auch mehr langsam bekommen von den Zinsen. Ihr könnt mich mal gerne ein paar Resource Packs in die Kommentare schicken, welche ich installieren soll. Welches Resource Pack, welchen Shader ich nehmen soll. Weil ich muss immer gucken, wie ich jetzt hier auf der 1.13 einen Shader installiert bekomme, weil Levy Mod ist ja für die 1.13, glaube ich, gar nicht verfügbar. Weil ich würde gerne nämlich wieder Levy Mod haben wollen. So, hier unten sind wir eigentlich auch langsam unbesiegbar. Eigentlich. Kannst du so sagen. Es geht einfach zurzeit darum, dass ich Geld bekomme und XP bekomme. Weil wir brauchen ja langsam auch XP, um das Schwert weiter zu enchanten. Dann Diamantblöcke brauchen wir ja für die Minions. So, ja. Also es wird heute auf jeden Fall noch eine Aufnahme, denke ich mal, hochgeladen werden. Ich werde gleich noch eine reinsetzen, mich rendern lassen. Ich muss gucken, wo ich mein Intro habe wieder. Ich habe das irgendwo auf der Festplatte hinterlegt gehabt. Ja. Dann ist ja die Sache, dass wir. Wie gesagt, der Server muss ja online gehen. Deswegen würde ich euch eh sagen, ihr könnt euch gerne mal auf unseren Server kommen und euch den anschauen, ob euch so gefällt. Wenn ihr Anregungen habt dazu, schreibt sie gerne in die Kommentare, ob man was verbessern könnte. Weil so kann man es halt lernen. Sagen wir mal so, weil wir wollen keine Feinde von den anderen Servern werden, nein. Aber was Nils halt mit uns angetan hat, ich finde das einfach nur scheiße von ihm. Wir haben ihn nicht getan, sagen wir es mal so. Und uns einfach nicht mehr zu entbannen auf Durchrasten. Wir würden einfach gerne auch auf Durchrasten spielen wollen. Ja, aber wenn die sich einfach denken, ja, warum sollen wir die denn entbannen? Drauf geschissen, die kommen hier nicht mehr drauf und so. Wir haben Ränge gekauft, die waren nicht billig. Ja, wenn man überlegt, was so ein fucking Hero-Rang kostet. Ja, manch anderer hat vielleicht Supreme gehabt, den sie gebannt haben. Also, wir haben nichts Verbotenes gemacht. Ich finde das einfach nur scheiße, dass sie uns jetzt dafür irgendwie. Keine Ahnung was, nicht mehr entbannen dafür. Also, wir sind zwar aus dem Team gegangen, ja. Aber wir haben schon vorher gesagt, wir wollen keine Feindesserver werden. Wir wollen ja in Ruhe einen Server besitzen. Auch jetzt, aber dass sie denken, dass wir hier irgendwie keine Ahnung was machen, nö. Wir wollen einfach nur. Gerne halt weiterspielen, auf Durchrasten vielleicht. Mal vielleicht auch nochmal einen neuen Job machen. Weil meine Plots sind ja eh weg. Habe ich ja eh schon mitbekommen. Die wurden ja eh verschenkt. Wo meine Villa oben stand. Wurde ja gelöscht und wurden ja aufgeteilt, die Plots, an zwei anderen Supportern oder Moderatoren. Plus jetzt, wie ich erfahren habe. Aber ich finde das halt scheiße. Wir haben die Ränge gekauft. Um halt, ja, was Besseres zu sagen sein, sagen wir mal so. Aber, dass die jetzt uns nicht mehr entbannen, das finde ich, wie gesagt, ein bisschen schäbig.
Gut, mein zweiter Account im TS wurde ja entbannt. Ich bin ja auch ab und zu drauf, aber ich rede halt nicht. Ich stehe in der Eingangshalle rum. Ja. Wann er entbannt wurde, werde ich euch mal nicht sagen. Weil ich weiß nicht, ob irgendjemand davon durchrasten mit zugucken tut meine Videos. Deswegen werde ich nicht sagen, wann ich mal drauf bin. Die Leute, die es wissen sollen, die wissen es. Wenn ich drauf bin auf dem Server. Oder auf dem Teamspeak nur. Auf dem Minecraft-Server gehe ich ja nicht mehr. Hab ja was Verbotenes gemacht. Bin ja mit mehreren Accounts auf online gegangen. Weil ich es einfach scheiße fand, dass unsere Hauptaccounts nicht mehr entbannen. Und ja. Bloß weil wir halt im Team waren. Es ist halt immer so. Die meisten, die aus dem Team gegangen sind, die werden gebannt und werden nie wieder entbannt. Es ist halt so. Das ist mir schon mehrmals vorgekommen. Dass man das halt sehen tut. Aber nun trotz des ganzen Rumgejammeres, jammern, da braucht man nicht. Ja. Wir haben unser eigenes Team bald, oder haben schon, wo wir aber noch keine Supporter weiter suchen erstmal. Weil wir haben unser Team. Wir haben uns aber schon mal im Vorfeld gesagt, so, wie die anderen Minecraft-Server, werden wir nicht werden. Wir werden das so machen, dass wir, wir wollen extern keine Feinde Server werden. Das heißt, sollten die Spieler auf einem anderen Server spielen, egal. Sollen sie spielen. Ja. Solange wir halt unseren Server in Ruhe lassen. Der Server wird natürlich auch auf alle Lag-Maschinen überprüft. Man braucht gar nicht denken, dass, ach, ich baue jetzt eine Lag-Maschine, der Server stürzt ab, juhu. Wenn alle überprüft, wir haben, ich habe viel vorgeprüft, ich habe noch einen privaten Server, wo ich das teste. Es gibt ja immer neue Ideen. Ich habe zwar schon eine rausgekriegt, welche. Aber da werde ich dann auch mit unseren Dings quatschen, Techniker oder Developer quatschen, dass der da mal ein bisschen guckt, ob man das entfernt bekommt, dass der gleich dabei abschaltet. Ja. Sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen. Wir werden gleich noch ein bisschen auf Mist gehen. Mist Survival kennt ihr ja alle noch. Ich hoffe, dass ihr alle kennt. So, dann schummeln wir uns mal wieder auf unsere Insel. Ich will noch einen Schluck Energy trinken. Damit würde ich jetzt nochmal von diesem Server gehen. Wir gehen jetzt auf Mist. New Forging Island. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Oder, ach, wisst ihr was? Passwörter seht ihr ja nicht. Na komm, starte mal. Meiner ist zurzeit so lahmarschig. Das kann nicht wahr sein, dass mein PC so lahmarschig geworden ist. Problem jetzt wird werden, ja, ich hatte ja auf Landwirtschaft, in der Landwirtschaftssimulation 19 hatte ich ja Haufen Geld gehabt. Wo ich ja gewechselt musste ich alles neu kaufen. Da hatte ich insgesamt 10 Millionen, 10, 12 Millionen waren es, glaube ich. Die muss ich mir dann natürlich cheaten, weil ich will grundsätzlich eigentlich nicht nochmal gerade neu anfangen. Also ich würde schon die Maschinen wieder haben wollen, die ich hatte.
ich hoffe, du halt mal die Klappe da oben, ne? Mit deinem Spielzeug Scharfschützengewehr, ich knall dir doch eh doch mal ab. Ich hab doch schon ein paar Scharfschützengewehre. Ich würde euch einfach mal zeigen, was ist, wenn ich offline bin. Also wenn ich keine Aufnahme mache, wenn ich offline zocke, was ich so machen tue, um immer Munition zu bekommen. Das ist ein Trick von meiner Freundin, eigentlich. Das hat die rausgekriegt. In der Hoffnung, dass es keine Zombies dürften jetzt durch nicht unten sein. So, in der Hoffnung natürlich auch, dass, dass ich gestern meine Picke unten gelassen habe. Aber ich habe mal zur Sicherheit die Schrot in der Hand. Sieht nicht so aus. Oh, hier habe ich noch Dings vergessen. Ja. Da ist noch was. Also als erstes mit dem Tor. Die Zombies kommen hier nicht lang. Dann muss ich gucken. Ja, ich habe die kaputte hier gelassen. Und aber auch dafür keine andere. Das ist das Problem, was ich nicht wollte haben. Wir müssen doch wieder nach Hause und gucken, wo die andere Picke ist. Das ist das, was ich nicht wollte. Mann, puh, falscher Finger. Ich bin ja mal wieder sowas von clever. So, dann fahren wir mal nach Hause, ne? Würde ich mal meinen. Ich werde jetzt mal nicht so viel quatschen. Ich will mir ein bisschen konzentrieren. Weil ich merke selber, ich habe die ganze Zeit gequasselt wie so ein Wasserfall. Da kann man mich echt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich wirklich Quatsch habe wie so ein komischer Wasserfall. Wie gesagt, aber ich musste halt leider auch neu anfangen, deswegen, weil Steam anscheinend meinen Spielstand nicht mit übernehmen wollte. Deswegen musste ich halt gezwungenermaßen. Guten Tag Mädels, guten Tag der Herr. So, da habe ich sie nicht reingemacht. Da auch nicht, da auch nicht. Da auch nicht. Oben ist ja nur Getränke drin. Nein. Nein. Mal kurz oben gucken gehen. Nein. Na. Nein. Auch nix. Mensch. Auch nix. Ja, warum ich das abgegrenzt habe, das ist gut. Dann kann man hier nämlich mal ins Auto rauffahren. Da steht ein Auto in der Garage. Der rote Pickup. Steht da nämlich hier drin. Und habe immer ein Auto zur Not hier. Habe ich keine Picke mehr? Das kann doch nicht so wahr sein, oder? Ich hatte doch gestern noch eine. Was brauche ich denn dafür? Low Metal Ingot und Holz. Ja, wie fahren wir von den Low Metal Ingot? Ich glaube, ohne Schmerz. Muss ich mal wieder farmen gehen. Wie ich das hier hasse jetzt.
Haben wir wenigstens eine Axt bei? Nö. Na klar, der Baby, das Baby, das denkt ja an gar nichts. Da ist er doch. Mann, ich bin doch so ein Vollhorst. Ich wollte doch schon sagen, wir haben keine mehr. Du bleibst drin, Mädchen, ne? So, Kofferraum werden wir mal leer machen. Das werden wir gleich mal brennen für den Slackhammer. Den Slackholme. So, den anderen Scheiß werden wir mal hier reinmachen. So, der Rest kommt mit. Weil ich will mich jetzt mit Munition und so eindecken. Das heißt im Großen und Ganzen, ich will einfach, dass ich meine Base abgesichert bekomme. Koste es halt, was es wolle. In dem Fall. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Weil ich muss noch die Stadt will ich noch zerlegen. Ich habe alle Basisen eigentlich zerlegt. Ich will muss die Dörfer noch zerlegen. Und der Scharfschütze hat schon mehr Spaß. Ich weiß nicht, wo die Munition hier haben. Weil die schießen ja wirklich eigentlich ohne Sinn und Verstand. Hört ihr was? Wenn man so lang guckt, hört man den Motor. Aber wenn man so lang guckt, nicht. Komisch, wa? Also das ist ja wohl schon ein bisschen arg. Sehr komisch. Aber nun gut. Heute zeige ich jetzt euch auf jeden Fall mal das, was ich mache, wenn ich nichts mache. Hier ist anscheinend noch keiner gespawnt. So, weil ich brauche halt viel an Zink, an Kupfer noch. An den gelben, also ans Phosphor und Salpeter. Brauche ich halt viel. Falls ihr das Spiel gerne spielt, die Tricks könnt ihr natürlich auch anwenden. Das ist ja halt zur Sicherheit für mich. Ich hoffe, dass er das auch nicht entfernt. Bloß, ich bin blöd, ich muss wahrscheinlich immer einmal schießen, weil, ja, ich habe das Ding ein bisschen zu weit vorne vorgebaut diesmal. Das heißt, im Großen und Ganzen, eigentlich muss das Ding ein Stückchen weiter hinter. Ungefähr auf die Höhe von dem Teil hier. Ungefähr. Dass der eine auch da das spawnt. Weil einer spawnt immer hier hinten. Einer ist noch gut zu sagen. Aber wir haben auch schon was trinken. Ist das noch ein Helm? Helm brauche ich nicht. Ich habe zur Not immer mal ein bisschen was hier. Auf jeden Fall essen war auch gleich nochmal was. Ja. Das Essen habe ich halt immer hier, falls ich halt länger hier bin, falls ich Hunger kriege, falls ich mein Star mir mal schnell auffüllen muss. Dafür habe ich halt immer das hier. In meinem letzten Video hatten mir auch viele gefragt, ob ich im 4K aufnehme. Nein, ich nehme im Full HD auf.
Und jetzt kommt der Spannendste. Den Berserker kennt er ja alle. Ist auch ein guter Trick von meiner Freundin. Der bleibt ja da stehen. Ich bin ja genau hier. Ihr seht das ja. Der macht auch nichts. Aber was passiert, wenn man das Spiel speichert? Und ins Menü nochmal zurückgeht? So, aber was passiert? Wie gesagt, das ist ein Trick von meiner Freundin. Was passiert, wenn man jetzt wieder auf da geht? Ihr könnt das Video jetzt pausieren und in die Kommentare schreiben, was passiert. Gucken, ob ihr es richtig seht. Werden wir sehen, wenn das Licht angeht. Wo ist denn der Berserker hin? Da war wohl der Berserker nicht da. Kann man ganz geschönt hier aufräumen. Und ja, aber ich habe den Berserker schon getötet. Wie gesagt, der Berserker ist getötet schon. Das wollte ich euch mal zeigen. So kann man den Berserker nämlich leicht da, also auch hier hinten plündern. Ich habe auch schon erfahren, dass es ein Update nochmal kommen wird, ein Minen-Update. Deswegen ist es ja heute auch die letzte Folge. Weil letzten zwei Folgen. Weil danach werden die Minen abgegradet. Also die sollen vor laut Steam vor Weihnachten noch abgegradet sein, also ein neues Update sein. Wo ich aber auch hoffe, dass das wirklich ist. Weil ich und meine Freundin, wir warten so sehnsüchtig drauf auf das Update. Ich arbeite jetzt für die nächsten paar Tage vor, weil, wie gesagt, ich arbeite zurzeit an meinem PC. Ich werde heute noch schnell die Videos rendern und schneiden. Alle. Okay, schneiden werde ich diesmal nicht so. Gibt es denn das zu schneiden? Ich habe mir überlegt, dass ich ungefähr so 3 Aufnahmesessions mache. Und siehst du, seht ihr, und schon ist einer gespawnt. Nimm wieder Schrot. Zieh auf seinen Hinterkopf. Tot ist er. Da ist nichts, da ist auch nichts. Die Kartoffelgang ist wieder unterwegs. Ja, warte mal, der hat doch hier auch nichts bei. Das will ich mir auch mal noch nicht nehmen. Weil ich habe ja extra deswegen etwas auch immer hier. Das Schwarzpulver nehmen wir nachher mit, dafür lassen wir das hier. Und der Stein kann generell hier liegen bleiben. Brauchen wir nicht. Wir werden nochmal die nehmen. So, die wird dann kaputt. Aber das muss wahrscheinlich ein Bug sein, weil die verschwindet ja noch nicht. Ich glaube, wenn wir jetzt das Spiel speichern und wieder neu laden. Achso, aber jetzt ist der Berserker wieder da. Weil er war vorher nicht geladen. Jetzt habe ich das Ding ein bisschen verlassen und jetzt ist er wieder geladen. Der und seine Steineschmeißerei.
So, und so mache ich das jedes Mal. Das mache ich ungefähr manchmal sogar über 2, 3 Stunden. Sitze ich nur vom PC und mache das. Das ist richtig langweilig. Da gucke ich nebenbei auf YouTube noch einen Film. Oder schaue bei eBay nach PC-Teile. Schaue bei Amazon, was da so Schönes gibt für meinen PC. Also mein PC ist um 90% zwischen eBay und Amazon gekauft. Mein Mikro ist von eBay, mein Mischpult ist von Amazon, eine Grafikkarte ist von, ich glaube, von Schwab bestellt. Meine Wasserkühlung ist von eBay, meine geschliffenen Kabel sind von Amazon, meine RGB-Lüfter von Amazon. Ja, also man kann sich aussuchen, wo ich was bestellte habe. Deswegen möchte ich euch das mal nur gesagt haben, weil manche auch in die Kommentare schreiben, ja, wo bestellst du dein Zeug? Das bestelle ich, wie gesagt, zwischen eBay und Amazon bestelle ich da zwischendurch immer hin und her. Wo halt gerade was Schönes ist, was ich sage, okay, ja, das könnte ich vielleicht in meinem PC gebrauchen. Wenn zum Beispiel jetzt bei eBay sage, mal so, die RAM-Riege sehen mir schöner aus als die von Amazon, nehme ich natürlich die bei eBay. Also mein PC ist auf Leistung und auf Schönheit getrimmt. Wenn ich mal ein neues Video machen soll von meinem PC, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Aber erst dann, wenn er fertig ist. Ich habe jetzt einen neuen Prozessor bestellt. Da kommt der AMD Ryzen 7 2700 EG, was glaube ich. Oder ich schicke den zurück und hole mir den etwas teureren. Weil ich meinen PC baue, verkaufe und auch so, habe ich ein bisschen Geld nebenbei beiseite legen können. Da bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht die 3000er Serie nehme. Da muss ich auch mal gucken, ob die das Mainboard unterstützen. Das war wieder das Falsche, das brauche ich doch wieder nicht. Ja, was ich nicht brauche, lasse ich immer liegen. Vielleicht brauche ich das ja nochmal später, kann ja alles sein. Hier spawnt gerade anscheinend keiner. Das ist gut, da kann ich mal gucken gehen. Vielleicht da oben gerade jemand rumläuft. Nein. Weil ich würde das Gelbe haben wollen. Das Gelbe vom Ei. Es ist zwar ein bisschen schade, dass ich bis Ende des Jahres nicht die 100 Abonnenten geschafft habe. Was eigentlich mein Ziel war. Aber ich kann es halt auch verstehen, warum ich es nicht geschafft habe. Weil erstens, ich bin nicht der beste YouTuber, sagen wir es mal so. Ich versuche es aber zurzeit wieder dann mehr zu bringen, wenn mein PC ganz ist. Versuche ich auch richtige Zeiten einzustellen, wann ich aufnehme, wann ich livestreame. Ich muss mich aber erstmal wieder komplett mit alles einsetzen hier oder einstellen. Ich werde auch mal, wie gesagt, eine Umfrage reinmachen. Was soll ich noch so ungefähr mal für euch? Was wünscht ihr euch, dass ich das mal aufnehme? Was wäre jetzt euer Highlight mal, wo ihr sagt, ja, das könnte man aufnehmen oder das Spiel könnte man aufnehmen? Solange wie es nicht CSGO oder Fortnite ist, ist es mir alles scheißegal. So, sortieren wir nochmal alles wieder ein bisschen schön. Das dahin, Zink dahin, das dorthin, das dorthin. Das dorthin. Das dorthin, das dahin. Und Iron kann auch weg. Weil Iron habe ich noch. Ich brauche bloß Iron jetzt nur noch für den Slaghammer. Und wenn ich gut bin, schaffe ich das jetzt demnächst noch, den Slaghammer mir nochmal zu machen. Ja, ihr seid heute mal live dabei. Okay, live nicht. Das, was ich sonst immer so mache.
Apropos Livestream. Wie gesagt, ich werde jetzt mir mal so einen Plan aufstellen, wann ich immer livestreame, dass ich das immer bei YouTube einstelle, wann ich den Stream mache. Dass ihr das mal ungefähr ein bisschen auch im Vorfeld wisst. Weil immer so unverhofft ist immer scheiße, finde ich selber. Manchmal haben die Abonnenten nicht Zeit. Dann habe ich manchmal keine Lust, irgendwie was zu machen. Dann weiß ich nicht, was ich aufnehmen soll, was ich im Livestream machen soll. Deswegen, also zurzeit ist alles noch ein bisschen schwierig bei mir, aber es wird sich jetzt die nächsten Zeiten legen. Da ist nochmal gelb, hier ist nochmal weiß, das ist schön. Was liegt hier hinten? Ist der Peters hier da reingerollt, cool. Wie gesagt, das Minen-Update ist ja das, wo ich wirklich denken tue, dass es sich um diese Mine hier handelt. Also ich denke es mal. Weil wenn man hier sieht. Okay, hier ist gerade das Holz im Weg. Dort geht's noch weiter. Da geht's um Eck eigentlich noch. So. Dann geht's da noch weiter. Wie man ja mit die Lampe reinleuchten kann. Deswegen, ich denke mal, es wird sich um diese Mine handeln, wo ich zurzeit immer bin. Ich werde auch in die andere Mine fahren, wegen Kupfer, wegen Kupferrohren und so ein Blödel. Dass ich das auch dann vorrätig habe. Aber erstmal möchte ich auch einen Vorrat von dem Zeug anlegen. Dass ich Munition machen kann. Erstmal so viel, wie ich brauche. Weil ich muss ja noch die Stadt, muss ich ja noch zerlegen. Wieder. Ich hatte es ja schon mal komplett zerlegt gehabt. Wie viel habe ich jetzt? Ja, sammelt sich schon mal ein bisschen was an. Ich werde auch die nächsten Zeiten mit meinem roten Transporter vielleicht. Oh, roten Transporter. Roten Pickup fahren. Da kann ich nämlich Dings draufladen. So, Tränke. Ja. So. Reicht das überhaupt? Nope. Wir haben von Zink übelst wenig. Wir brauchen mehr Zink und mehr Kupfer. Ja. Wenn ihr keine Munition verschwenden wollt, aus sicherer Entfernung ist das immer noch die beste Möglichkeit. Die kann man nämlich auch so umbringen. Ohne dass ihr irgendwas anderes machen müsst dafür. Wartet mal kurz.
ich werde dann auch noch mal kurz da. Ich werde die Aufnahme dann auch gleich beenden erstmal. Weil ihr wollt ja jetzt wirklich nicht sehen, wie ich jetzt die ganze Zeit hier, keine Ahnung, rumrenne. Deswegen, ich werde jetzt erstmal wieder nach Hause fahren. Werde das alles ablegen, werde die Aufnahme speichern. Werde mich dann von euch verabschieden. Also ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich hoffe, euch hat dennoch die Aufnahme gefallen. Ich muss auch aufpassen, dass die Festplatten nicht so voll werden. Daher war das Problem, ich hatte mal zu doll die Aufnahmen in die Länge gezogen. Meine Aufnahmen sind dann von der Festplatte verschwunden gewesen. Ich hoffe, euch hat das heute die zwei Teile gefallen. Als nächstes wird ein Livestream kommen, ein kurzer, aber ich denke mal nicht heute oder morgen. Ich denke mal die nächsten Tage. Ich werde zwischendurch noch mal eine Aufnahme machen. Falls ihr Fragen habt zu anderen Tipps und Tricks von Myst Survival, könnt ihr sie gerne in die Kommentare stellen. Wir werden sie ausprobieren, wir werden sie testen. Du hast mal die Klappe darum. Danke. Solltet ihr auch Fragen haben zu unserem Minecraft-Server, solltet ihr Fragen haben zu Hypixel, schreibt sie gerne in die Kommentare, ich beantworte sie gerne. Andernfalls verabschiede ich mich erstmal von euch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Babycore. Bye, bye.